Zombie Apocalypse. Herzlich willkommen bei YouTube, Freunde. Schön, dass ihr da seid. Und auch herzlich willkommen hier bei unserer kleinen Alpenfarm. Ich freue mich, dass das Projekt weitergeht. Und auch wenn nicht alle da sind, wir machen trotzdem weiter für euch. Und von daher legen wir los. So, auf geht's. Wir haben ja schon angekoppelt alles. Und jetzt machen wir noch den letzten Rest hier fertig. Und dann schauen wir mal einfach, was der Tag noch bringt. So, runter das Ding und an geht die Luzi. Was haben. Wenn wir das noch schnell. Da vorne ist noch ein kleines bisschen. Und dann haben wir das auch geschafft. Super. Dann bringen wir den wieder weg und holen uns den Schwader, machen das Ganze hier zu einer Schwad. Ja, und dann müssen wir es nachher nur noch sammeln. Mal gucken, wie schnell wir da heute mit sind. Ich habe keine Ahnung. Weil, wie gesagt, also Map, ne, ihr wisst, die Map ist ja auch erst am 12. rausgekommen. Und so, dann stellen wir den mal hier ab. Dann nehmen wir den mit. Und dann fangen wir da an der Seite erstmal wieder an. Obwohl, nee, wir fangen woanders an. Wir fangen am Haus hier vorne an, an der Hütte, an unserem Maschinenplatz. Ja, noch gefangen. Hier an. Ziehen wir das jetzt hier einmal alles genau schön weg. Und dann nachher auch mit dem Ladewagen schön dran kommen. Vielleicht hätten wir uns doch einen größeren Schwader holen sollen, aber für den Anfang reicht das hier eigentlich voll und ganz aus. So, komm rum. Hier mit der dicken Kiste. Ja. Immer ein bisschen aufpassen. Da stand irgendwas. So. Und
Und dann wollen wir hoffen, dass Kevin auch vernünftig arbeitet beim Herrn Obermeier. Weil der hat ja auch genug zu tun mit seinem Maschinenhandel, und wenn er dann auch noch Felder hat oder Wiesen, das ist natürlich schon eine Nummer für sich. Also ja. Aber schreibt doch mal gerne in die Kommentare, was ihr meint, was wir uns noch so an Feldtechnik holen sollen. Und dann gucken wir mal, was wir davon umgesetzt kriegen, was wir dann mitnehmen sollen, und dann passt das auch. Da müssen wir dann echt mal gucken, weil ich weiß es echt noch nicht. Ich habe mir da noch gar keine Gedanken zu gemacht. Muss ich einfach sagen. Und wird das Ganze auch ein bisschen mit euch so überlassen, was eure Vorschläge da so sind. Deswegen haut es einfach in die Kommentare rein, und dann müssen wir echt gucken, wie wir es handhaben und was wir übernehmen. Ja. So, weiter geht's hier in die nächste Runde. Ja. So, ich würde jetzt vorschlagen, wir machen jetzt als erstes mal hier die Ecke. Fertig. Ziehen mal hier rüber. So. Dann haben wir die Ecke fertig, und dann ziehen wir unten noch längs gleich eine Bahn. So. Nehmen wir jetzt hier mal eben ein bisschen mit. Dann fahren wir jetzt einmal mittig nochmal drüber, dann haben wir den Mist nämlich auch zusammen. Müssen wir wohl noch mal so machen. Thank you.
Und weiter geht's. So, ein paar Minütchen noch, dann haben wir es auch geschafft, dann ist die Wiese hier fertig gemäht und dann überlegen wir uns mal, was wir sonst noch so machen. Aber ich glaube, ja, einsammeln werden wir heute vielleicht nicht mehr schaffen. Das hätten wir jetzt geschafft, wenn Kevin da gewesen wäre. Der Junge macht einem auch nur Sorgen. So, wir gehen mal gucken. Hallo, Herr Sonnenbichler? Ja? Wie macht der Kevin sich? Überraschend gut. Echt super. Also das sind Geräte, da kommt nicht jeder mit zurecht. Da kenne ich welche, die schmeißen die Dinger halt nur so weg. So wie die Pickups. Ah, okay. Ja. Oder sägen die oder brennen die in der Mitte durch wahrscheinlich, ne? Oder so. Ich wollte ja jetzt hier keine Anspielung auf ihren Kollegen machen. Ne? Kevin? Macht Spaß? Hör mal. Das ist gut. Ah, so. Kleinen Moment mal kurz. So, haben wir jetzt einmal die Karre ausgemacht. Gut, Kevin, dann machen wir weiter und wenn du fertig bist, kommst du dann gleich bitte zum Hof, ne? Hör mal, und du musst ein bisschen lauter sprechen in dem Funk, ich höre dich kaum. Okay, bis später dann.
So, müssen wir jetzt dahin? Was war das denn jetzt bitte? Jetzt hat sich hier der Helfer eingeschaltet. Oh Mann. Da habe ich ja mal gar nicht jetzt mit gerechnet. Okay. Macht nichts. Ja, immer wieder was Neues hier. Ne? Ihr seht es ja. Ja, dann haben wir die Wiese jetzt gleich auch geschwadet und ich denke mal, wir können ja dann noch mal kurz gucken fahren, wo der Kevin sich rumtreibt, noch ein bisschen hier die Stadt genießen und dann können wir uns auch gleich wieder den eigentlichen Aufgaben widmen. So. Die letzten Meter hier noch. So, dann geht's jetzt ab Richtung Hof wieder, Maschine wegbringen und dann gehen wir mal gucken, wo der Kevin sich rumtreibt, was er denn da Schönes am Machen ist. Kevin? Ja, alles klar. Weiß ich Bescheid. Du hast eine kleine Überraschung für mich. Ja. Ja, ich habe schon gesehen. Hast Geld mit nach Hause gebracht. Das ist nicht einzigste. Ach. Na, da bin ich ja mal gespannt. Dann schauen wir mal, was du noch für eine Überraschung mitbringst. So. Was?
ist das denn? Ja, guck mal eine an. Deine Ape ist fertig. Und du hast uns Mähtechnik mitgebracht. Ja, was? Dürfen wir aber austesten. Damit habe ich eben schon mit dem Herrn Obermeier die ganze Zeit gemäht. Oh, und dann hast du noch einen Hänger mitgekriegt. Okay. Ja, komm, dann fahren wir das Ding mal runter hier. Das dürfen wir mal austesten für den Schneidern davon. Ich dachte, da bringe ich das gleich mal mit. Ja, das ist eine gute Idee gewesen. Dann stelle ich dir deine Ape mal in die Garage, ne? Ja. Kann ich ja das eigentlich mähen? Schwader haben wir ja eigentlich einen guten, oder? Der Schwader ist super. Siehst ja, ich habe alles fertig gemacht da unten. Ja. Das können wir tun. Ja, aber meine Lieben, das war's für heute. Das war die letzte Folge. Die seht ihr dann jetzt auch, habt ihr jetzt am Freitag dann gesehen. Ah, heute Abend dann nochmal der Livestream mit weiteren 4 Folgen insgesamt, die wir dann aufnehmen werden und natürlich auch wieder Livestream sehen werdet. Von daher würde ich sagen, habt noch einen schönen Freitagabend und wir sehen uns dann im Livestream. Bis dahin. Euer Kolke, macht's gut.